wieder. Als ich plötzlich Hunger bekam, fiel mir etwas ein. Geht doch mal bei Kornes Einkauf ein schönes Steak vom Schwein. Ein Angebot, denn mehr ist nicht drin, warum soll's teuer sein? Einen Beutel Pommes und dazu eine Flasche Wein. Am besten kauft man bei Kornes. Gut und günstig soll es sein, woanders hingehen, was soll es? Bei Gottes bist du niemals allein. Dann geht es an der Kasse vorbei, Salemann muss sein. Denn wenn du einmal glauben tust, kommst du niemals mehr da rein. Nee, ich mein den Bauch da. Eine Kiste Wickeler Pilz, eine Flasche Bierwurz dazu. Vier, fünflagiges Klopapier, nur das Beste für den Fond. Im Regal gibt es Kaviar, Steaks und edle Wein. Denn wenn du hier in Lehe wohnst, lässt du Hunger und Armut sein. Am besten kauft man bei Gottes. Gut und günstig soll es sein. 100 Jahre Erfahrung und immer nur die Note 1. Team zusammen, jeder kriegt ein extra Schein. Am liebsten kauf ich bei Gottes ein, gut und günstig soll es sein. Es ist das Schönste in Lehe, bei Gottes einfach Wunder zu sein. 19 Uhr, der Laden macht zu, das Personal will heim. Lassen Sie Gönni allein. So, jawohl. Ja, das ist ein schönen Abend. Ja, ja, ciao. Ciao. Damen und Herren, jetzt wollen wir nochmal zu dem anderen Thema kommen, was Jacques, was du gerade schon angesprochen hast, zu dem Cordes-Song. Das ist ja auch ein außergewöhnlicher Song. Da gehst du ja mal einkaufen und dann erzähl doch mal kurz. Pass mal auf, ich kann euch das mal erzählen, Leute. Also, wenn ihr in Bremerhaven irgendwie einen Aldi-Markt oder einen Plus-Markt oder irgendwie einen Lidl-Markt oder einen Realkaufmarkt aufgemacht wird, da wird das ein halbes Jahr vorher in der Zeitung wird das proklamiert und da wird dann eine riesige Diskussion darüber stattfinden. Im Grunde genommen werden wir alle beschissen, weil das ist ja das Typische der Nordsee-Zeitung, das ist schon Vorwerbung. Und über diesen kleinen Laden, was im Grunde genommen ein zentraler Sozialpunkt in Lehe ist, in unserer alter Lehe, wo wir alle so einen großen Teil Arbeitslose und sehr arme Leute wohnen, nicht immer alle, aber ich sag mal eine ganze Menge, und wo auch sehr viele Ausländer miteinander sehr gut auskommen, muss ich auch allerdings sagen, finde ich das eigentlich ein bisschen schade, dass über diesen Laden zu wenig berichtet wird. Das ist einer der ältesten Läden hier in Bremerhaven, die sich noch außerhalb diesen riesengroßen Großmärkte erhalten hat. Das ist die Firma Cordes und ich bewundere das, dass der Sohn von Frau Cordes, die ich früher noch mal kennengelernt habe,
dass er noch bis zum seinem 70. Lebensjahr immer noch arbeitet und jeden Tag in dem Laden steht. Und ich finde diesen Laden, das gibt es Arbeiter, da gibt es immer noch Arbeiterinnen, also Mädchen, die da an der Kasse sitzen und verkaufen, die über 30 Jahre da sind. Zum Beispiel, ich habe zum letzten Mal erfahren, die eine, die Sigi, glaube ich, die ist schon über auch schon 25 Jahre alt. Mhm. Und Renate schon über 30 Jahre. Guck mal, das gibt es bei Realkaufen, so irgendwie so einen komischen, diesen großen Markt gibt es das nicht. Man darf das schlecht sagen, das ist so, weil dann wird immer gesagt, ja, aber ich finde diesen Laden, und das ist mitten in Lehe, es ist ein sozialer Treffpunkt, wo sich die ganzen Leute alle nochmal treffen, sich guten Tag sagen und wo sie sich gegenseitig nochmal treffen. Und diesen guten Mann, so wie es früher war, der hält diesen Laden aufrecht, er ist immer bereit, nochmal was Besonderes zu bestellen, man braucht nur zu fragen, um so ein, wir haben uns neulich mal gesagt, dass wir gerne Beerwurst trinken. Schon stehen da 12 Flaschen Beerwurst im Regal. Wo gibt's das dann noch? Hier bei Cordes in Bremerhaven. Bei Cordes. Und deswegen habe ich über diesen guten Laden einfach, ich sag mal, einfach einen schönen Song Laden gemacht. Einfach den Song geschrieben. Ich finde es einfach, es ist wert. Ich finde es auch bemerkenswert, dass es solche Menschen gibt, die auch sich wirklich nicht in der Musik, also in und mit der Musik, wirklich so viele Gedanken machen und die dann auch darauf eben halt einen schönen Reim machen mit der Musik. Und ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich. Wir stoßen noch einmal an. Nicht? Das muss einfach sein. Ja, okay, heute ist eine Sondersendung. Wir stoßen noch einmal an. So. Weißt du, das ist das Schönste im Leben. Das ist das Schönste im Leben. Naja. Okay. So, mehr öfter Max, sonst so. Man ja aus. Jetzt darf ich Danke sagen, dass Sie mich angehört haben. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Musik, ihr Lieben. Ich, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich und komme gut nach Hause, aber wir hören und sehen uns gleich noch einmal wieder. Dankeschön. So, jetzt gehen wir zu meinem Platz. Da bin ich wieder. So, jetzt kommen